Herzlich willkommen zu einem neuen Video von QSO4U Tech. Wir sind natürlich wieder für euch auf der CeBIT. Derzeit sind wir gerade beim Stand von ESET. Das kommt morgen. Heute zeigen wir euch ein bisschen was von Microsoft. Den ersten Vortrag möchte ich euch kurz anteasern. Das ist der Vortrag zu Windows 10 im Business-Umfeld. Heike Ritter von Microsoft wird uns dazu einiges erzählen. Was es dazu Neues gibt, vor allem warum Windows 10 im Business-Umfeld wesentlich sicherer ist als Windows 7 und was es mit der neuen Kennwort-Authentifizierung zu tun hat, die gar keine Kennwort-Authentifizierung im eigentlichen Sinne mehr ist. Das erfahrt ihr jetzt im Beitrag. Viel Spaß und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, schönen guten Morgen. Für die, die ich noch nicht eben begrüßt habe, mein Name ist Heike Ritter, es geht um Windows 10 und zwar für Ihr Unternehmen, unser neues Betriebssystem und das ist, was macht ihr da hinten? Alles gut? So, und zwar, es ist jetzt, also ich zeige jetzt hier nicht, wer das Startmenü sehen möchte und so weiter, zeige ich jetzt hier nicht, sondern es geht wirklich um einige Funktionen und um einige Feature, die wir eben in unsere Unternehmensplattform mit integrieren werden. Und einige davon sind auch bereits in der Technical Preview zu sehen und auszuprobieren. Andere werden dann im Laufe der nächsten Zeit mit den nächsten Builds dann auch noch zur Verfügung kommen. Also was wichtig ist natürlich auf der einen Seite, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es wird eine Plattform sein für alle Gerätetypen. Also wir fangen an hier hinten von IoT-Devices, gehen über Smartphones, über Tablets, dann auch natürlich Desktop-PCs oder unsere großen Surface Hub oder HoloLens und so weiter. Also das heißt, es ist ein Betriebssystem. Und das Besondere dann dabei ist, dass wir sagen, wir haben natürlich dann auch auf all diesen gleichen Devices die gleiche Sicherheit, die wir implementieren werden oder die Sie natürlich dann zu konfigurieren, zu verwalten haben. Wir haben bei den meisten die ein und dieselbe Bereitstellung. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ob ich jetzt die Plattform auf einem Smartphone bereitstelle oder ob das ein PC ist, auf dem verschiedene Treiber noch laufen. Also das ist natürlich klar. Und natürlich dann aber auch die Verwaltung. Und das Ganze wird einheitlich sein über alle Plattformen, über alle Geräte hinweg, weil wir von einer einzigen Plattform sprechen. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass Sie mehr erreichen sollen mit Windows. Warum? Weil wir natürlich sagen, für die Leute, die von Windows 7 kommen, und das sind jetzt natürlich die Nächsten, wir haben die von XP abgeholt, da war letztes Jahr hier noch der große Showdown, XP bald kein Support mehr, und jetzt sind wir natürlich daran und möchten auch die Leute abholen von Windows 7. Und mit Windows 8 war es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit dem ganzen Boom, alles ist neu, ich habe kein Startmenü mehr, ich habe Kacheln. Das ist jetzt anders. Jemand, der Windows 7 bereits kennt, als Benutzer, für ihn ist es genau die gleiche Experience. Wer es gesehen hat, er wird sein Startmenü haben, aber wir verschrecken jetzt nicht die Leute, die sich an Windows 8 gewöhnt haben, beziehungsweise die vielleicht unsere Lifetiles lieben gelernt haben. Ich liebe sie, ich finde es toll, wenn sich da immer was bewegt und es ist immer was los auf meinem Bildschirm. Aber er zeigt mir natürlich auch die Infos dahinter an, die sind ebenfalls mit dabei. Und dann, man hat natürlich dadurch weniger Lernaufwand für diese ganzen Leute, also ich kann sofort produktiv arbeiten. Wir haben Universal Apps, bedeutet, ich habe sowohl einen Taschenrechner, der läuft auf meinem Smartphone, wunderbar schön, und ich kann die gleiche App verwenden, es ist die gleiche Plattform, die auf meinem PC läuft. Und als Entwickler hat man natürlich dann schon noch die Möglichkeit, wie schaut das aus, wenn ich sie skaliere, dass man da ein paar Designanpassungen macht, damit es dann einfach die App vielleicht ein bisschen umfangreicher aussieht auf einem großen Screen als natürlich auf einem kleinen. Aber es ist eine App, wir werden einen Store haben und der Benutzer kann sie sich dann auf den Devices installieren, auf denen er sie gerne haben möchte. Office, wer die Technical Preview zu Windows 10 bereits im Einsatz hat, der kann sich auch bereits schon unsere Universal App für Office aus dem Store, aus dem Beta-Store herunterladen. Die gibt es Word, Excel, PowerPoint. Und das ist alles touch-optimiert. Das macht richtig Spaß. Ich kann aus dem Excel eine Zelle markieren mit meinen Fingern. Also ich bin jetzt nicht auf, wie gesagt, ist touch-optimiert. Für die Leute, die
versucht haben, auch einen Touch des vorherigen Excel zu bedienen. Das fand ich ein bisschen schwierig, alleine schon eine Spalte ein bisschen breiter zu machen. Und ist eben, wie gesagt, für Mobile jetzt und für Touch optimiert. Dann haben wir natürlich hier auch noch, was unsere Browser betrifft, wir werden einen Edge, also eine Version haben, die immer die aktuellsten Entwicklungen im Web mit unterstützt und darstellt und auch die modernsten Web-Technologien dann versteht. Aber wir müssen natürlich für unsere Enterprise-Unternehmen auch sicherstellen, dass vorherige Investitionen in Enterprise-Apps, also Web-Apps, weiterhin funktionieren. Dafür wird es immer den Kompatibilitätsmodus geben, wo man sich sicher sein kann, dass dort diese Apps funktionieren. Und dann habe ich aber fürs moderne Browsen einfach dann eine andere Edge, der immer aktualisiert wird, beziehungsweise wo ich dann die modernsten Technologien haben kann. So, dann sage ich das so, ich habe das jetzt mal so flop übersetzt, einfach nur so innovative Geräte, um Dinge möglich zu machen. Dinge heißt einfach, natürlich, wir können sofort produktiv sein auf der einen Seite für die Leute, die ein Device haben und es läuft dort Windows 7, dort auf dem wird auch Windows 10 laufen. Also man kann mit dem arbeiten, mit dem Device, das man bereits hat. Wir haben natürlich wahnsinnig viele unterschiedliche Formfaktoren. Wir haben etwas für Stift, wir haben was für Touch, wir haben Two-in-One. Ich habe zum Beispiel also auch mein First Surface. Ich kann das sofort als ein Tablet umswitchen. Und wer diese Präsentation von Joey Belfio schon mal gesehen hatte oder von Keith Meyer, wenn sie das so abnehmen von so einem Keyboard, dann checkt er und sagt, hey, du willst doch jetzt gerade in den Tablet-Mode switchen. Willst du das? Und dann wird auch natürlich das ganze Device dementsprechend auf Tablet-Mode umgeschaltet. Bedeutet, dass ich dann eben meine Universal Apps werden in Vollbild dargestellt. Und sobald ich aber wieder mein Keyboard anstöpsel, wird es dann auch wieder reduziert, in dass ich wieder schön mit Maus und Tastatur arbeiten kann und meine Kreuzchen sind kleiner. Also ganz, ganz schöner, smoother Übergang. Und dann haben wir natürlich noch die ein oder anderen Dinge, die wir auch schon angekündigt haben, wie HoloLens oder das Surface Hub und natürlich Internet of Things, dass dort eben auch Windows auf diesen IoT-Devices unterstützt wird. Kommen wir ja, zu den neuen Herausforderungen, die eine neue Plattform ja, so erfordern oder eigentlich danach schreien und danach rufen. Schauen wir uns mal Identitätsschutz an. Also ich weiß nicht, wer letztes Jahr bestimmt den einen oder dann sehe ich hier auch, der letztes Jahr da war, da hatte ich ähnlich kurzer Punkt über XP-Sicherheit. Wir reden jetzt generell natürlich immer wieder weiter von Sicherheit. Das ist nicht ein Thema, das wird dann gestern abgehakt und jetzt sind wir sicher, sondern wir müssen natürlich weiterentwickeln. Und wenn wir uns bei Windows 7 das Ganze anschauen, es geht jetzt nicht um Windows 7. Es geht hier eigentlich generell darum, dass Passwörter nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen und sicher eingestuft werden können, weil Benutzer, ich nehme mich da nicht aus, ich habe ein Passwort, das gefällt mir, das finde ich auch gut, das ist auch sicher und das habe ich so mehrmals für verschiedene Web-Services. Ich sage, ist ja sicher, ist doch toll, kann ich mir merken. Ja, aber wenn ich jetzt dieses Passwort bei dem einen, das heißt, ich share meine Secrets mit jemandem, ich gebe die einem Webanbieter und der hat die in seiner Datenbank. Wenn der kompromittiert, wenn diese Datenbank in falsche Hände gerät, dann hat man mein Passwort. Das heißt, ich habe das mit jemandem geteilt und der kann das mit anderen teilen. Will ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es gibt natürlich Multifaktor-Authentifizierungen, die sind auch super, nur sind meistens etwas kostspieliger und vielleicht auch mühsamer zu implementieren. In Windows 10 werden wir mit Next-Gen Credentials Multifaktor-Authentifizierung direkt mit implementieren und wir werden weggehen von Passwörtern hin zu einer zertifikatsbasierten Authentifizierung und werden es kann PIN sein, es kann eine Gestensteuerung sein, also Gestik, die Sie mit angeben, es kann Biometrics oder irgendetwas, um das Device zu entlocken, aber Sie werden immer das Device haben, Sie werden den Benutzer haben, was als Multifaktor-Authentifizierung geht, es geht auch um Phone, wenn Sie sagen, nee, ich will nicht das Device, sondern ein Phone, noch als zweiten Faktor mit angeben, aber sie wird ins Betriebssystem mit integriert, wer schon mal was von der FIDO Alliance gehört hat, die ganzen haben diese ganze Zertifikats-
Technologie mitentwickelt und Microsoft ist eben auch in dieser FIDO Alliance mit dabei und es werden immer mehr Plattformen oder Hersteller sein, die das Ganze mit anbieten und unterstützen. Wir können das nicht alleine, weil wir haben natürlich dann auch Web-Services, auf die wir zugreifen und die müssen diese neue Authentifizierung natürlich unterstützen und um meinen Zertifikaten vertrauen und so weiter. Also da kommt eine coole Sache auf uns zu, die aber für die Unternehmen einfach zu implementieren ist und wir erfordern jetzt nicht von allen Unternehmen, dass sie hier eine neue PKI, also eine Public Key Infrastructure implementieren, sondern wer sagt, nee, habe ich nicht, dann wird dann das Device selber die Keys generieren. Also wir haben da schon auch an verschiedene Lösungen gedacht. So, Datenschutz. Jetzt kommen wir hier mal zur Festplattenverschlüsselung, haben wir natürlich und es ist auch mit Windows 7 kann man seine Daten verschlüsseln und es gibt auch EFS, Encrypted File System, um bestimmte Ordner zu verschlüsseln. Aber sowas wie DLP, also Data Loss Prevention, für so, ups, jetzt habe ich die Datei aus Versehen jemand Falschen geschickt oder der Benutzer möchte abends noch produktiv sein, darf aber seinen Rechner nicht mit nach Hause nehmen, schwuppst sich auf sein OneDrive, Dropbox, was auch immer. Ohne jetzt böse zu sein, aber das wollen wir als Unternehmen nicht. Also da gibt es jetzt eigentlich keinen Schutz, beziehungsweise es gibt bestimmte Lösungen, die aber auch hier wieder den Benutzer erfordern, irgendwas zu machen oder teuer sind. Mit Windows 10 werden wir DLP, also Data Loss Prevention, wir nennen das Ganze Enterprise Data Protection, mit ins Betriebssystem integrieren. Und das heißt, der Benutzer, also der Admin, gibt bestimmte Richtlinien vor, wie zum Beispiel, was ist Corporate Network? Und alles, was vom Corporate Network auf den PC kommt oder aufs Netzwerk, das wird dann eben verschlüsselt. Sie können natürlich dann mit den entsprechenden Rights Management Services noch das so konfigurieren, was darf mit der Datei gemacht werden. Also es gibt dann Sharing Apps, die natürlich die Datei nehmen dürfen und sie teilen dürfen, aber was darf damit passieren? Es wird auch der Benutzer die Möglichkeit haben, nehmen wir jetzt mal Word, das ist vielleicht jetzt nicht keine reine Business-Anwendung, wie vielleicht ein SAP, da wenn ich sage, wenn er was aus SAP herausspeichert, einen Bericht, ist der immer Business. Da gibt es nichts Privates drin. Aber in Word schreibt er vielleicht einfach mal eine Einladung für seine Geburtstagsparty, dann wird dieser Safe-As-Dialog angepasst, der dann sagt, ist es privat, ist es Business. Also die Daten sollen out, werden die getrennt, was ist Business und was ist geschäftlich. Threat-resistant, also das heißt, Apps sind momentan jede Anwendung, die sie ausführen, so lange vertrauensvoll, bis sie irgendwann mal als eben nicht so vertrauensvoll identifiziert sind. Es gibt natürlich sowas wie, ich container mich irgendwie ein, also ich mache alles irgendwie in Container und komme dann aus dem einen Container nicht mehr raus in den anderen oder muss ständig wechseln, was jetzt nicht so praktisch ist. Aber mit Windows 10 werden wir es so weit haben, dass wir einen Device-Lockdown machen können bei normalen PCs, genauso wie wir es jetzt auch schon bei Phones mithaben können. Und Anwendungen werden bei Ihnen generell erstmal als vertrauenswürdig eingestuft und alle anderen sind es nicht. Was den Umgang sehr, sehr einfach macht, weil Sie sagen, wir haben folgende Anwendungen im Unternehmen und die sind erstmal vertrauenswürdig und alles andere ist es nicht. Geräteschutz. Hier kommen wir auch natürlich sowas wie BitLocker oder wir haben bestimmte Hardware-Möglichkeiten, Devices zu schützen. Aber dort ist es eigentlich, wenn ich es als Software alleine habe, hat man immer noch die Möglichkeit, sich irgendwie zu verstecken vor dieser Software. Und mit Windows 10 werden wir auch sowas wie eine virtualisierte Hyper-V-Umgebung haben beim Boot-Up, wo bestimmte OS-Teile mit drinnen sind, die dann einfach nicht angreifbar sind. Also wir haben auch hier nochmal vom Einschalten bis zum Ausschalten den PC nochmal etwas sicherer gemacht, was jetzt, wir reden von den modernen Angriffen, was irgendwann mal kommen wird, wissen wir natürlich jetzt aber auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eliminiert hier die Hardware, sich irgendwie zu fälschen, reinzustecken, weil wir auch hier wieder natürlich mit Zertifikaten etc. arbeiten. Also, wir haben die Identität, das heißt Zwei-Faktor-Authentifizierung, das kann ein PIN sein, das kann biometrisch sein, um sich dann sein Device zum Beispiel zu entsperren. Sie können einen Anruf bekommen, Sie können One-Time-Passwords konfigurieren, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
aber Zwei-Faktor heißt immer, ich bin der Benutzer und ich weiß etwas und ich habe irgendetwas, zum Beispiel. Oder ich identifiziere mich noch mit einer dritten Sache, wie zum Beispiel eine zusätzliche PIN. Datenschützen, wo auch immer sie sind, also diese Separation von Daten, das können wir mitmachen. Geräte schützen, wie schon gesagt, vom Ein- bis zum Ausschalten. Und wir haben aber auch noch sowas wie bei dem ganzen Netzwerkthema. Wer kennt Auto-Triggered VPN von Windows 8? Ah, bitte. Okay, also es gab auch schon bei Windows 8 sowas wie Auto-Triggered VPN. Wenn eine Anwendung so konfiguriert ist, dass sie eine VPN-Verbindung braucht, um nämlich auf vielleicht irgendwelche Backend-Systeme zuzugreifen, dann wollte ich das nicht so haben, dass der Benutzer das manuell selber machen muss. Der Benutzer, der kriegt eine E-Mail und da steht dann da, hey, ich habe dir die Datei PowerPoint hier auf das, auf den SharePoint gelegt, dann klickt er auf hier und dann kommt DNS-Error, please check your DNS-Configuration, da sagt der Benutzer, ist klar, mache ich. Nein, sondern man kann Webseiten hinterlegen oder Apps, die dann automatisch jetzt das VPN gewählt haben. Und jetzt gibt es eben noch zusätzlich ein sogenanntes, also ein Per-App-VPN, was bedeutet, dass dann auch nur durch diesen Kommunikationskanal diese App durch kann und nicht das VPN einfach nur aufgebaut ist, sondern dann auch noch restriktive für diese einzelnen Apps, die da kommen werden. Wir müssen mehr mit VPN machen, weil Direct Access kennt auch jeder, aber Direct Access ist Domain Join, es ist wahnsinnig viel Verwaltung, es muss erstmal implementiert werden. Wir haben zwar was getan mit Windows 8, aber es ist Domain Join. Es kommen immer mehr Choose Your Own, Bring Your Own Device, Smartphones, irgendwelche anderen Plattformen, die keinen Client haben. Also wir müssen gucken, auch das ganze IPv6 und so weiter haben halt auch noch nicht viele, dann wird es ummantelt wie eine IPv4 und so. Also wir müssen schauen, dass einfach so traditionelle Dinge, die mit jeder VPN-Lösung funktionieren, weiter ausgebaut werden und neue Funktionalitäten für alle Plattformen kommen. So, und dann gibt es noch ganz, ganz viel Neues zum Deployment zu erzielen. So, auf der einen Seite, wir haben Auswahl bei der Verwaltung. Also wir haben natürlich ganz, ganz viele, also wir haben viel getan von Windows 8 schon, was jetzt ein Mobile Device Management betrifft, aber wenn man sich das anschaut, das Phone und Windows 8 waren so hier, und mit Windows 10 werden sie hier oben, sie können alles verwalten über MDM-Lösungen an dem Windows-Rechner, wie sie es eigentlich jetzt mit Gruppenrichtlinien und mit hier und mit sonstigen hat, sondern einfach Mobile-Device-Management-Lösungen, wer vielleicht ein Dritthersteller mit im Einsatz hat für diese ganzen Sachen, wird dann Windows genauso verwalten können, weil die APIs eben dafür da sind. Es reduziert die Komplexität, weil wir eins haben für alle Plattformen und wir können natürlich aber trotzdem auch mit bestehenden Tools das Ganze verwalten. Das ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen, Deployment. Ich werde dazu auch hoffentlich gleich dann, ich habe um eins nochmal hinten im Windows 10 ein bisschen Zeit, weil wir beim Deployment drei Möglichkeiten jetzt haben. Wir haben immer noch ein standardmäßig Wipe and Reload, davon wollen wir aber eigentlich die Leute wegbewegen, weil das ganz, ganz viel Aufwand ist. Ich habe eine riesen Phase planen, testen, Treiber, Software, Päckchen bauen, Image bauen oder Abbild heißt es auf Deutsch. Das dann verteilen auf den Rechnern, davon wollen wir weg, sondern wir wollen zu einem In-Place-Upgrade. Lass Windows die Arbeit einfach machen. Excel, zack, bumm, läuft. Also wer vielleicht jetzt bereits ein Technical Preview probiert hat von Windows 7 oder von Windows 8, wird festgestellt haben, wenn er den Assistenten einfach ausgeholt, der macht alles selber. Der holt die ganzen Daten weg und updatet und spielt die ganzen Daten wieder zurück. Sollte irgendwas passieren, unterwegs beim Update, bei dem Prozess, dann rollt er sofort zurück. Also hat er kein 100% committed, ist getan, rollt er komplett zurück und gibt ihn dann natürlich, naja, bei Technical Preview entweder so, ups, da lief was schief, oder dann später natürlich auch die Information, was denn da dann auch schief lief. Und dann haben wir noch was anderes, und zwar komme ich nicht mehr zu. Aber ich sage es ganz kurz, es gibt noch ein Ding, das heißt Provisioning. Und zwar ist das sowas wie, Sie packen ein Gerät, Sie holen sich ein Device beim Mediamarkt oder hier um die Ecke, Notebooks billiger, da können Sie jetzt
Devices kaufen, bringen sie an in die Firma und sagen, ich habe hier ein schönes Device, habe ich auf der Messe geschenkt bekommen, möchte ich gerne produktiv im Einsatz haben. Und nehmen wir es einfach mal an, wir haben noch keine Versionen announced, ich habe keine Ahnung, welche es gibt, Enterprise Pro, nicht Pro, Standard, weiß ich nicht, aber nehmen wir es einfach mal an, die ist die Version 1. Aber im Unternehmen wollen sie natürlich immer Version 2, weil Version 2 hat die ganzen Enterprise-Feature und so. Dann gibt ihnen ihr Admin entweder so ein NFC-Kärtchen und dann machen sie und dann kriegen sie so ein Päckchen oder sie kriegen eine E-Mail oder sie holen sich dieses Paket irgendwo runter. Das ist einfach eine Config-Datei und die macht dann Neustart und dann haben sie aus einem Version 1 eine Version 2. Und das ist für neue Sachen. Das geht für ein Phone. Das geht für ein PC, für ein Tablet, für was auch immer, wo Windows 10 drauf ist. Und wenn man dann eben einen Deal hat, auch mit dem OEM-Hersteller oder irgendetwas, dann geben sie ihm schon das Päckchen und er macht ihnen alle ihre Notebooks mit Zauber, Tralala, Config und dann haben sie dieses Device schon ready. Entfernt Dinge, die sie nicht haben wollen, extra Müll, auf was auf so einem Standard vielleicht mit dabei ist. Macht bestimmte Apps drauf, die sie haben wollen, bestimmte Device-Policies. Macht eben dann, geben sie einen Enterprise Key mit und dann ist daraus eine Enterprise Version und. Wir werden einen App Store haben, der wird neu sein. Ich glaube, der größte, die Herausforderung, die wir mit Unternehmenskunden mit Windows 8 hatten, war der Store, weil wir einen MSA, also einen Microsoft Account dafür brauchen. Mit dem neuen Store wird das Ganze nicht mehr erforderlich sein. Man kann entweder ein Azure Active Directory verwenden, seinen ganz normalen Anmeldedaten haben oder sie nehmen dann auch, man kann sich seinen eigenen Store kreieren, man kann auch die Bits von den Anwendungen, die von uns sind und wir wollen glaube ich auch, dass alle Universal Apps, die es geben wird für Windows 10, dieses Häkchen unterschreiben, dass man die Bits runterladen kann, dann können sie eben Apps, also Modern Apps, auch ganz normal bei sich im Unternehmen verteilen. Und man hat natürlich sowas wie Volume License. Eine, sie kaufen 10 und einer geht, nehmen sie die Lizenz wieder weg, geben sie jemand anderem. Also sowas, was man halt von einem modernen Store einfach erwartet, für Unternehmen wird mit Windows 10 in dem Store alles möglich sein. Und dann haben wir noch etwas Neues, was das Updaten betrifft. Vielleicht ganz kurz gesagt, wir wollen, dass die Unternehmen, und viele sind uns dafür wirklich dankbar, ratzfatz innovative Sachen mitmachen können, sehen können. Also ihr Windows wird immer aktuell sein, wird die neuesten Feature haben, wird die neuesten Security-Updates haben, alles. Aber ich habe auch Mission-Critical Devices. Stellen Sie sich vor, mein Kollege sagt das immer so schön, irgendwie im Krankenhaus, irgendein MRT-Device, das wird, oh, Entschuldigung, ich muss gerade neu starten, das wollen wir vielleicht nicht. Also das heißt, Sie haben Mission-Critical Devices, die Sie von diesem schnellen Deployment rausnehmen, aber ansonsten können Unternehmen jetzt neue, innovative Sachen gleich nutzen und haben eben nicht 3 Jahre warten, Deployment, Service Pack testen, sondern immer, wenn was Neues kommt, wird dann da sein. Gut, damit bin ich eine Minute drüber. Ich werde, glaube ich, um eins habe ich drüben an dem Windows.